I came in Israel to conduct the Jerusalem Symphony, and on the program was Schubert Unfinished, and I did the conducting, and this was the last live concert in Israel, because that very same night they forbidden all public appearances, concerts, etc. Ich war bis März sehr viel unterwegs. Ich hatte im Dezember noch Beethoven-Wettbewerb in Bonn, dann hatte ich geleitet Mozart-Wettbewerb in Salzburg im Februar. Ich hatte noch einen Kurs in Monaco gehalten und wir haben sogar geschafft, noch einen Klassenabend einfach Anfang März. Then I had to stay for the Rubinstein competition. I was the supposed to be the chair of the jury. There was no competition. And ever since I'm in Israel, I wanted to fly back to Germany, to Hannover, to my beloved students. But one of them, you know, is Xiaolu. But I can never do anything better than Skype lessons. And we developed some skill for Skype lessons. I can tell you later what kind of skill it is. So my last memory from the last concert was the Schubert Unfinished, which was anyway scheduled on the program, and it is which expresses all the hopes and all the suffer and all the pain. And I always had the feeling that Schubert knew about us much more than we know about him. Und dann auf einmal war plötzlich Stopp, Lockdown. Es bewegte sich nichts. Und zuerst war das so eine Vollbremsung sozusagen. Und in gewissem Sinne hat mich das sogar gefreut, weil ich ziemlich müde war. Ich war viel unterwegs. Und man gewöhnt es immer vorwärts, 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 weiter, der nächste, nächste. Und dann auf einmal war Stopp. Und dann könnte man ein bisschen sich umschauen, umorientieren, in sich zu kehren und überlegen, was war gut, was besser sein kann. Und auch ein bisschen mehr Privatleben, weil als Künstler man ist oft unterwegs auch und Familienleben kommt zu kurz. Ich habe auch einen klavierspielenden Sohn, der möchte gerne Klavier studieren. Dann hatte ich auch etwas mehr Zeit für ihn. Und wie gesagt, wie alles, das hat so zwei Seiten, positive und negative. I keep personal discipline. I'm practicing my instrument and I tell that to all of my students and I hope that they do the same. According to the repertoire they play for me, I know that they work hard. It's hard to find places to practice at the Hochschule, at home. Most of them don't have proper instruments, so they had to hire some keyboard and do homework by that. But we all try our best. And one or two or three even had concerts. Nikolai had a concert in the Ravenna Festival.
And that was amazing, but he played a concert. And another one went now to Italy for a concert. And of course, in Korea, they play concerts. So some of them are still active. As for myself, I'm waiting for tomorrow. In the meantime, we have no flights, no current flights to Germany, so I can't come back. And Skype, telephone, we cheer each other. Es war zuerst fast sogar eine Erholung, geistlich und körperlich. Nach einer Weile, man hat doch gespürt, dass es fehlen so viele Dinge, an die man gewöhnt ist. Man hat angefangen, anbieten Online-Unterricht. So verschiedene Unternehmer haben gestaltet Unterricht per Internet. Und ich dachte, vielleicht ist das mindestens eine Hilfe für junge Leute. Ich habe versucht, aber ich habe festgestellt, dass es irgendwie doch nicht mein ist. Also ich brauche persönlichen Kontakt. Und ich fühle diese Distanz. Das ist für mich etwas sehr Unnatürliches. Natürlich, ich müsste auch irgendwie meine Klasse weiterführen und auf einem bestimmten, so ziemlich einfachen Niveau habe ich das auch gemacht per Internet, aber nicht in Form von normalen Unterricht, sondern ich habe das, was Sie für mich aufgenommen haben, angehört, habe meinen Kommentar gemacht dazu, also sehr detailliert, wirklich Tag zu Tag. Und dann habe ich dann Ergebnis mir noch einmal angehört. Und so ging es ein paar Monate. Und dann, ab Mai, dürften wir in Mozarteum weiter unterrichten. Da hat meine pädagogische Seele aufgelebt, sozusagen. Sound quality is limited, and tonal production is limited, and communication is limited. And whatever makes good playing, all that is very limited. It is a default. Because of it, we can focus on what is possible. So, for instance, body language is very easy now to follow because it is all televised, it's all on video, and the student himself can watch himself later on. And also, we discuss it more and more. So, the meaning of body language, the information we get visually, so that we can do even in a better place, in a better way. Another thing is go and dig into the manuscript. Not always we have the time, we are busy with the instrument. Since we cannot find together fingering in a very easy way by comparing and so on, and some other things, so we can focus on the text. We can look at the old text to the very detail. We can look at manuscript, the handwriting of the composer. And I always give my students an exercise that I love a lot. What can we learn from the handwriting that we cannot learn from the best edition? Because there are always some subtle details that you can see in the handwriting of the composer that you cannot see in a good edition, even in the best edition, this flexibility or ambivalence of the handwriting. So digging into the manuscript of the composer, the handwriting, now we have the time, we have the privilege, and the camera can zoom very easily into it. Kontakt, persönliche Kontakt live, das inspiriert mich.
Das beflügelt meine Fantasie. Ich sehe den Menschen, ich fühle ihn. Ja, manchmal zeige ich sogar auf dem Rücken oder auf der Schulter von jemandem, wie man in die Taste hineingehen soll. Also, aber man kann diskutieren natürlich über die Tempi, über die Geschwindigkeit. Ja, man kann über Klangqualität, da braucht man schon wirklich fantastische Apparatur, um das. Und dann ist das irgendwie doch immer zeitversetzt. Ja, ich habe einen Schüler, der lebt auf Malta. Der muss bald spielen Beethoven-Konzert. Ich habe versucht, mit ihm mitzuspielen, aber das ist immer zeitversetzt, das ist nicht zusammen, das ist zum Beispiel unmöglich, ja? Solche Sachen. Man kann reden über Fingersatz, nicht? Man kann reden über Aufbau von Steigerungen, man kann festlegen Höhepunkte, man kann allgemein reden über viele Dinge, was soll das bedeuten? Also ich beschäftige mich sehr mit Lesekultur. Also wie fantasievoll soll diese Leseart sein? Da kann man aufgrund von Text schon sich auch darüber unterhalten, nicht ohne viel vorzuspielen. Also, ich möchte das nicht total abstreichen. Also, ich finde, das ist ein Ersatz, aber eben nur Ersatz. Das möchte ich betonen. Today, no all-text edition will give you that, because we are not used to it. Because then maybe somebody will play the B-flat not in the beginning of the bar, but somewhere in the middle of the bar. But this is a very beautiful detail, because by that we understand that maybe Mozart suggests that the B-flat is maintained, is a long line, is as long as in string instrument, and it should live, it should cover the complete bar. So it's not just a plate and keep it with pedal. No, it is just keep it and make it long. Make it go, long B flat, go. The whole bar is dominated by this B flat. So many details we can learn by the manuscript that are not provided in the best edition. And this is maybe the privilege of the corona, that our mind is free to deal with some irrelevant small details. And as we always say, God is in the details. But we have to remember that also the devil is in the details, because once you are too busy with the details, you forget that it is just this beautiful long melody. The way the orchestra started in B flat major, yeah, just the last farewell, exactly in the same line of Schubert. The same kind of B flat, which symbolizes the last composition of the composer in this genre. Wir hatten damals nicht so viel Zugang zu Informationen, die jetzt möglich sind. Ja, also heutzutage kannst du mit Leichtigkeit abrufen, die Interpretationen von ganz verschiedenen Komponisten, auch Gegenwart und auch Vergangenheit und alles Mögliches. Man hatte nicht diese Möglichkeiten, man hatte kein Internet. Aber ich meine, so wie in jedem
Negativen gibt es etwas Positives. Wir hatten auch weniger Ablenkung dadurch. Young musicians in the past, young pianists, were dependent on the teacher. Sources of information were limited. I remember even in my youth, access to records, to performances was very much limited. I've never seen a proper harpsichord, cembalo, before I was maybe 15. I've never seen a hammerflügel, a fortepiano, before I went to Europe. So today, they are all exposed to anything. I've never seen a manuscript, a handwriting of a composer, only in a book of about Beethoven. They put just in a small corner just a little bit of his handwriting and say, yeah, this is Beethoven handwriting. So you see 2 square centimeters of Beethoven handwriting. So the students today are exposed to so much information, so much good information. So that's the main difference. But that's also the danger, that you lose your identity with this big exposure, and you are going to not to find yourself. You are drowned in it. Also vergleiche ich merke sehr oft, dass junge Pianisten sind so Xerox-Kopien von irgendeinem Idealpianist, ja. Weil man kann, also man kommt so leicht an die Informationen, nicht? Und also wenn bei jemandem funktioniert gut, dann mache ich auch genau so. Und also das merke ich immer wieder, dass die jungen Pianisten gehen nicht genug tief in Kernsubstanz, nicht genug analysieren Text, nicht genug versuchen zu verstehen so Hintergründe und Farbe von Emotionen, nicht? Also das, ich muss sagen, so authentische Leute, vielleicht war das, vielleicht weil ich jetzt höre auch viel mehr junge Leute. Ich höre wirklich sehr viele junge Leute. Ich kenne auch hunderte von jungen Pianisten, aber selten treffe ich einen, wo ich merke, oh, das kommt so aus dem tiefsten Inneren.